Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Beim letzten Mal haben wir wieder irgendwelche Menschen getötet und heute wollen wir das nochmal machen. Beziehungsweise wir gehen jetzt erstmal zu unserer Quest hin oder auch zu jemandem, der uns reparieren kann. Und dann mal gucken. Ich habe auch inzwischen schon wieder mal den Faden verloren, weil inzwischen sind auch schon wieder ungefähr eine Woche vergangen seit der letzten Aufnahme. Aber ich kriege das schon irgendwie hin, da wieder einen Faden zu kriegen. Und da unten soll ich jetzt hin. Okay. Ach ja, wir müssen ja die Truhe entleeren, weil ist voll. So, Hallöchen. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio. Ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Ja, bitte, es war bitte. Mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Das klingt aber gut. Seid gewarnt. Er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Das will ich aber auch hoffen. Okay, wir haben einen neuen Umhang. Yippie-yay, Schweinebacke. So, dann müssen wir jetzt endlich mal jemanden finden, der uns reparieren kann. Können wir das irgendwie auf der Karte gucken? Da haben wir so einen Deppen zum Beispiel. Können wir einmal hier so, zack. Oh, wir müssen in die Richtung ungefähr. Okay, dann gehen wir mal. Und sagen eine Reparaturfuzzi, hallo. Ja, jetzt werde ich da schon wieder beobachtet, aber ist mir jetzt auch egal. So, haben wir auch schon abgeschüttelt, sehr schön. So, Hallöchen, Mr. Reparateurmann. Ich muss hier mal reparieren, alles. Ja, gemacht, sehr schön. Und was hast du denn noch so Schönes? Obwohl, Rüstung muss ich ja nicht gucken. Beziehungsweise lohnt sich jetzt nicht unbedingt, weil ich ja mir die Rüstung von Altair anschaffen werde. Achso, das ist das Maximum. Okay, kleine Waffen vielleicht. Was haben wir denn hier? Aha, aha. Messer des Sultans. Ja, ich gebe aber lieber die Sachen aus, um... Verzeiht, ich hätte nicht gedacht, dass Sie... Sag schon, das Zeug für die Dingens zu holen. Jetzt muss ich aber die Markierung wegmachen, sonst bin ich hier verwirrt. So, also da muss ich jetzt hin und dann... Mal gucken. Mal gucken, wann ich hier wieder aus der Stadt rauskomme. Nehme ich jetzt den Weg über die Dingens? Ich weiß ja nicht. Da haben wir auch noch... Ach, so eine Codex-Seite ist da drin. Ich möchte da rein... Alter, ich möchte da rein. So, meine Güte. So, und dann hier nochmal. Komm her. Aua. So, Attacke. Zack. Einfach tot. Würdet ihr mich bitte einfach mal hier in Ruhe lassen? Ich habe euch nichts getan. Jetzt muss ich euch was tun. Selber schuld. Ach, jetzt haben wir auch noch diesen fetten Ritter da. Auch nochmal erledigt. Sehr schön. So, jetzt ist er geflohen. Jetzt kann ich hier einfach die Codex-Seite holen. Yippie-yay. So, plündern. Ich bin einfach so ein guter Assassine, ey. Ich bin so gut. Ich weiß, ich hätte auch eine normale Leiche da einfach... Na, sag schon. Nicht eine Leiche dahin tun können, sondern halt jemand töten können, die Wachen abgelenkt und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, es muss nicht sein. So, und stehlen, 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 stehlen. Und wir machen nicht so viel Aufmerksamkeit, weil, ne? Wir tollen Umhang und so. Das ist eigentlich sehr angenehm. Gefällt mir. Ups. Ja, ja, ist ja schön, dass du ein tolles Elixier hast. Ich will jetzt aber hier raus aus der Stadt. Ja, ich weiß, ich könnte auch über die Dächer laufen. Ja, es wäre eventuell kürzer, aber nicht bei meinen Dachrennskills. Ich kann es hier gerne nochmal demonstrieren, ne? Einfach weil ich ja so der beste Assassine ever bin. Ich bin so gut.
Also eigentlich nicht. Na, aber egal. So. Also, nochmal Dachrennen hier für Anfänger. Wo sich so andere denken so, ach, lauf doch da lang. Ja, und? Das ist mir doch egal. Ich bin einfach zu kacke dafür. Ja, jetzt haben wir hier wieder so ein Trüppchen. Das ist mir jetzt auch egal. Wir springen hier mal rüber. Das hat ja so geklappt. Ich bin nicht abgestürzt. Wow. Jetzt normalerweise würde ich wieder versuchen, darüber zu springen. Aber ich lasse es heute mal. So, gehen wir mal hier rum ungefähr. Na, na, machst du wohl. Genau. Runterlassen. Ja, sieht gut aus. Okay. Ja, so. Danke, Steuerung, dass du mich da lässt. So, hier können wir nochmal kurz raufklettern, um das Ding zu erkunden. Ist ja auch nicht verkehrt. Wer auch immer mich da gerade gesehen hat. Hey, schießt er mich hier ab? Ich könnte kotzen. Wo ist denn der? Da. Nee, ist irgendwie nicht so das, was ich gerne hätte. So. Achso, jetzt hat er mich schon wieder nicht im Visier. Ich, ja, meinetwegen, wenn er meint, dann ist das halt so, ne? Dann muss das halt mal so sein. So, nein, das wollte ich nicht. Ich habe hier das, da habe ich das Schwert, okay. So. Jetzt kann ich hier irgendwie irgendwo runter. Hier kann ich einfach hier runter. Ich bin ja auch doof. So, plopp. Und raus hier. So, und dann haben wir hier irgendwo das Missionsziel. Aber wo? Ist das wieder über uns? Ach nee, das ist da. Ist da Leonardo? Oder wer ist da? Hallöchen, ich möchte hier interagieren. Leonardo. Danke. Leonardo! Wie, Leonardo ist nicht da? Aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Okay, also ist er jetzt auch schon hinfort. Okay. Und plopp. Schön, dass du mir hier was gibst. Das ist ja nett. Danke. Und hier, ihr Adligen, ihr gebt ein bisschen mehr. Ups, ups, ups. Es tut mir aber leid. Oh, was habt ihr für eine hübsche Halskette und so? So. Jetzt aber wieder hinaus hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwo anders hin. Was haben wir denn hier für Symbole? Wir haben hier immer das Zeug in die Berge. Und irgendwo hier haben wir nochmal ein Symbol. Ich glaube, das ist das hier. Templerversteck. Will ich zum Templerversteck? Ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall in die Toskana oder nach Monteriggioni. Ich weiß es nicht. Ich habe vergessen, wo unser Anwesen ist. Gut, gehen wir einmal zum Templerversteck. Nicht auf diesen Weg. Natürlich nicht. Wieso denn auch? Und dann mal gucken. Ja, jetzt ist jetzt wieder hier so meine pure Assassinenfähigkeit mal wieder gefragt. Hier einfach so über Dächer klettern und so. Und ups. Na, danke für die Halskette. Nettes Portemonnaie. Das hat in der Hosentasche nichts verloren. Danke, 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 danke. Und hoch. Ich bin da mal weg. Natürlich habe ich den Verstand verloren. Hallo. Und ab. Und ab. Und ja, da können wir nochmal rüberspringen. Genau, passt. Sehr schön. So. Und, ups. So, und hier haben wir das Templerversteck. Dann gehen wir doch da mal rein. Heilen uns vor nochmal. Hoch, nicht? Nicht hochheilen? Ist aber schlecht. Und der Heiler ist so weit entfernt. Na, dann ist mir das jetzt auch mal egal. So, rein da. Interagieren. Danke. Auch dezent das Rote Kreuz da vorne drauf. Und schon sind wir wieder mal im Ladebildschirm. So, was können wir jetzt hier Schönes machen? Aus Friedensbruch. Im Jahre 1479 den Palazzo Medici infiltrieren und Lorenzo vor den Templern retten. Interessant. Gut, mache ich.
Eine Statue und eine Leiche oder zwei. Faszinierend. Was ist hier passiert, Signor Lorenzo? Lorenzo ist leider verhindert. Hey, du bist der Mörder von Francesco De Pazzi. Packt ihn. Mit Vergnügen. Okay. Euch mache ich doch mit Leichtigkeit platt. Wie war der nochmal blocken? Geh weg. Ah, okay. So war blocken. Okay. Und kontern. Ne? Gut zu wissen. So, der nächste bitte. Na los, mach ihn da. Geh doch. Und nochmal bitte. Und. Na los, komm her. Genau. Und jetzt auf ihn hier einfach. Wieso bin ich jetzt eigentlich geheilt? Fragen über Fragen. Ich bin doch mit Schaden hier reingegangen. Hey. So, nochmal hier. Geht's noch? Na, endlich. Also wirklich. So, wir müssen weiter in diese Richtung ungefähr. Schauen wir mal, ob wir hier durch die Tür können. Nein, natürlich nicht. Okay. Hier haben wir noch mehr Feinde irgendwo. Können wir hier vielleicht durch? Interagieren oder so? Geht hier nicht bei der Tür. Schade eigentlich. Müssen wir hier irgendwo in die Höhe? Könnte sein. Die Frage ist halt nur, wie kommen wir da einfach so hoch? Können wir hier vielleicht irgendwo ran? Nein, da kann er mal wieder nicht so hoch laufen. Das ist mal wieder zu viel für ihn. Okay. An die Laterne kommen wir dann wohl auch nicht dran, dass wir da irgendwie... Nee, natürlich nicht. Wieso dann auch? Haben wir hier irgendwo eine Leiter oder ähnliches? Oder können wir hier an der Leiche irgendwie an der Statue hochlaufen? Auch nicht. Okay. Dann halt nicht. Ups. Wie ist denn das dann gedacht? Da oben können wir irgendwo hochlaufen. Das habe ich gerade gesehen. Die Frage ist halt nur, wie kommen wir denn überhaupt so ein Stückchen höher? Wir haben hier eine Bank, die uns unglaublich viel höher bringt. Wir können vielleicht da hoch. Ja, aber von hier aus können wir auch nicht unbedingt irgendwie weiter. Ach, da sind ja hier so ein paar Holztrippchen. Die könnten wir ja mal benutzen. Die Tür könnte ich nicht benutzen, schade. So. Und dann kommen wir schon mal ein ganzes Stückchen weiter. Und hepp. Und nochmal. Und dann gehen wir jetzt irgendwo mal hin. Ich weiß ja nicht, hier so. Oder so. Nee, hier war das nicht. Ich glaube, das war... Ach, er muss ihn nach da ganz hinten. Natürlich. Das haben sie sich ja mal wieder schlau ausgedacht hier. So. Und hepp. Und hepp. Und hochklettern. Und hepp. So. Machen wir hier nochmal rüber und... Können wir hier schon abbiegen. So, und hepp. Und hepp. Und nochmal. Und schon können wir nach oben. Yeah, es wurde ja auch Zeit. So, und hier... Sollen wir hier runter? Ich glaube ja, ne? Das ist nichts, wo wir schon waren. Okay. Ein Hebel. Ja, ist mir doch egal, dass ich hier entdeckt werde. Hallo? Genau. Nehmen wir hier mal die versteckte Klinge. Passt schon. Mit der kann ich ja wesentlich schneller zuschlagen und bei den läppischen Gegnern ist das wirklich mehr oder weniger egal. So, haben wir das. Geht hier eine Tür auf? Ich weiß ja nicht. Was hat das jetzt gebracht? Ach, dass da oben das Bild weggegangen ist, oder was? Ich habe das gerade in der Zwischensequenz gar nicht gesehen. Mal wieder. Weil ich einfach so ein Held bin und so. Gut, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Über diese paar Kisten hier? Ja, sieht gut aus. Okay.